bei tropischen Temperaturen, jetzt nun doch auch bei Erzgebirge Aue. Bei den Schalkern war das von vornherein so geplant, die sind ja mitten in den... Jetzt auch Daniel Mayer komplett nochmal durchgewechselt. Kann also durchaus sein, dass wir das, was... So, stimmt dann doch nicht ganz. Burgstaller entdecke ich dann doch da vorne zentral noch. Hat sich Dominik jetzt am Gegenlaufen. Wieder. Zu Fandrich durchstecken zu können. Stattdessen müssen sie jetzt mit der Defensive beschäftigen. Auf der Fernseite, den Thilo Kehrer da angesetzt hat. Dennoch war Joha da mal kurz ohne Spannung. Boah! Gefährlicher Flatterball! Die, die jetzt noch ein bisschen Zusatzzeit bekommen haben in der zweiten Hälfte, werden jetzt runtergehen. Burgstaller, wir sehen da Steven Skripski, der von Union gekommen ist. Mal mit der 22. Dazu Embolo. Bredebucker. Conor Pianca. Und da war er dran. Mann mit seit 2016 bei Schalke. Evgeny Konoplyanka, 71 Mal ukrainischer Nationalmannschaft, zweimal bei der EM dabei gewesen in der vergangenen Saison. 5 Torvorlagen. Sehr agil, der Mann mit der 2. Da stand ein bisschen den Weg. Und naja, an dem Foul war der Schiri nicht ganz unbeteiligt, weil er eben genau im Laufweg stand und Philipp Riese deswegen so schwer das kontrollieren konnte. Dennoch geht der Pfiff natürlich in Ordnung. In die erste Liga. Mal schauen, wie das geht. Wird natürlich schwer, sich da im Mittelfeld. So, jetzt mal 4 gegen 4 da hinten. Was für ein Punt. McKennie, stark gemacht. Wirft sich rein. Also allzu viele Chancen gibt es nicht mehr. Für die Gäste hier noch auf den Ausgleich zu stellen. Oh, wow, das ist Philipp Riese. Erzgebirge erhebt sich, applaudiert. Und für diese, also um auf. Wie ist das? Wie ist das?